würde auch noch erinnern an das Jahr 2013 und 2014, das ist wahrscheinlich das Schlüsseljahr für das, was wir heute erleben. Maidan ist auch so eine Geschichte, die bei uns nicht hinterfragt werden darf. Ja, es hat auf dem Maidan, da bin ich ganz sicher, spontane Demonstranten gegeben. Es hat auf dem Maidan überzeugte, ernsthafte, pro-europäische Kräfte gegeben, die für eine gute Sache sich dort eingesetzt haben, aber eben nicht nur. Und der Maidan war eben auch Teil einer seit längerem vorbereiteten Regime-Change-Operation, an der die USA federführend, Frau Nuland, das ist die Dame mit Fuck the EU, und aber auch einige EU-Staaten, einschließlich Deutschland, beteiligt waren. Dieser Regime-Change ist vorbereitet worden. Und das Maidan-Ergebnis, obwohl ein eindeutiger Verfassungsbruch in der Ukraine, ist auch sofort akzeptiert worden. Allerdings hat Frau Merkel gesagt, jetzt muss man aber zu rechtsstaatlichen Verhältnissen zurückkehren. Was bedeutet, dass eben der Übergang nicht in rechtsstaatlicher Form geschehen ist. Und das Weitere wissen Sie ja, die ersten Aktionen der dann angeblich pro-westlichen, pro-europäischen Regierung. Ich könnte jetzt sehr lange erzählen, ich kenne Poroschenko sehr, sehr gut. Wir haben viele Nächte miteinander verbracht und auch eine Menge Wodka zusammen getrunken. Ich weiß, was er im Kopf hatte. Nicht das, was passiert ist, aber ich weiß auch, unter welchen Zwängen er stand. Die hatten den rechtsradikalen, nationalistischen Geist aus der Flasche gelassen. Anfang 2014 und bis heute haben sie ihn nicht wieder reingekriegt. Aber weil das alles nicht gefragt werden darf und weil darüber nicht gesprochen wird, ist die Erzählung, der wir ausgesetzt sind, eine ganz andere. Nämlich, wir befinden uns in einem titanischen Kampf des Guten gegen das Böse. Ja, es muss die Überhöhung dieses Konflikts zu einer großen, armageddonhaften Systemauseinandersetzung muss her, damit Unterstützung für dieses Unternehmen erzeugt werden kann. Ich muss sagen, die USA sind in dieser Hinsicht viel ehrlicher als wir. Ja, also, wenn die Diskussion in den USA verfolgen, das war vollkommen klar, um was es hier geht. Hier geht es um ein geopolitisches Interesse der USA, Russland nie wieder zu einem möglichen Rivalen werden zu lassen.